Heute darüber sprechen, warum dein Partner dich mal verehrt hat und es jetzt nicht mehr tut. Und weil ich weiß, wenn du YouTube-Videos guckst, dann magst du es, wenn die Fakten direkt im Video kommen. Ich glaube, du magst es nicht, wenn wir drum herum labern. Deswegen starte ich sofort mit dem wichtigsten Aspekt. Gerade in eurer Partnerschaft fehlt ist Intensität. Intensität. Wie intensiv war das, als ihr verliebt wart, als ihr himmelhochjauchzend wart? Oder auch die Achterbahnfahrt der Gefühle am Anfang. Selbst wenn man unsicher war, ob der andere einen geliebt hat, wenn er sich mal nicht gemeldet hat, wenn man mal einen kleinen ersten Streit hatte, wenn man was missverstanden hat, aber auch wenn man sich geküsst hat, wenn man zum ersten Mal miteinander geschlafen hat. Wie intensiv waren da deine Gefühle? War da, wie intensiv war da dein Erlebnis von der Welt, deine Wahrnehmung von der Welt? Und nach, das, was wir nennen, der Alltag kehrt ein, ist in dem Sinne eigentlich kein Alltag. Weil Alltag ist nicht schlimm. Alltag bedeutet einfach, dass man ein relativ stabiles Umfeld für sich gebaut hat. Das heißt, die Welt, die man im Außen für sich gebaut hat, ist kooperativ mit dir. Sie kooperiert mit deinem Sein. Du musst nicht jeden Tag neu dein Essen jagen gehen. Du musst nicht jeden Tag neu entscheiden, was deine Ernährungsweise ist. Du musst nicht jeden Tag neu entscheiden, wo du dein Geschirr hinstellst. Es ist Komplexitätsreduktion für deinen Geist und das liebt dein Geist. Ja? Du musst nicht jeden Tag neu überlegen, wie du Geld verdienst, sondern du fährst zu deiner Arbeitsstelle. Und auch dein Tagesschedule ändert sich nicht jeden Tag, sondern der ist relativ gleichbleibend. Und das ist gut so, denn das ermöglicht dir, dass ganz viel Raum in deinem Geist frei wird. Okay? Viele komplexe Dinge, die dir vorher Energie hätten rauben können, sind nun gelöst. Du weißt, wann du aufstehst, du weißt, wann du zur Arbeit gehst, du weißt, wann du deinen Partner siehst. Am Anfang war die Intensität allerdings dadurch gegeben, und das ist das, was man dann erfährt in der Verliebtheitsphase, durch viele ungeklärte Dinge. Zum Beispiel, wann treffen wir uns, wie treffen wir uns, mag er mich nicht, was soll ich anziehen, was soll ich sagen, was ist das eigentlich zwischen uns, was wird passieren? Viele Dinge waren unvorhersehbar und spontan empfunden, selbst wenn du die vorher in deinem Kopf tausendmal hast durchgeplant. Aber viele Dinge waren unvorhersehbar. Das heißt, plötzlich wurde das Leben intensiver für dich. Du musstest neue Entscheidungen treffen, du musstest flexibel sein, flexibel umgehen mit Dingen in deinem Leben, die anders waren als vorher. Da kam ein ganz neuer Mensch in dein Leben. Das heißt, Glaubensweisen, Einstellungen, Art, wie du geredet hast, wie du dich verhalten hast. Da war jemand plötzlich, der hatte ganz andere Glaubenssätze, Verhaltensweisen und Einstellungen. Und du musstest dich so kalibrieren und lernen, mit dieser anderen Person umzugehen. Jetzt hast du ein relativ gutes Bild von dieser anderen Person und diese Kalibrierung ist an der Stelle nicht mehr notwendig. Automatisch geht die Intensität runter. Nun ist es aber nicht der Alltag das Problem und nun ist auch nicht das Problem, dass du deinen Partner gut kennst und ihr eine hohe Verbundenheit habt, denn das ist eine sehr, sehr gute Sache. Aber das Problem ist, dass die Intensität verloren geht. Und zwar die Intensität deines Erlebens deiner Welt. Dein Erleben der Welt kann in einem kleinen Häuschen, in einem dunklen Zimmer, wo du einfach deine Augen geschlossen hast, dich nicht bewegst und den ganzen Tag dasselbe tust, kann die Intensität deines Seins extrem hoch sein. Wir verbinden Intensität immer mit intensiven Dingen im Außen, wie zum Beispiel Achterbahnfahren, Disneyland, Wasserpark, Jump House, Inlineskater fahren, neue Restaurants ausprobieren. Das sind Dinge, die Intensität für dich im Außen kreieren. Alle diese Dinge kannst du nutzen, kannst du als Vehikel nutzen, um wieder mehr Intensität in deine Partnerschaft zu bringen. Spontane Ausflüge, Überraschungen, gemeinsame Unternehmungen, Sachen, bei denen der Metabolismus angeregt wird, Sport, Bewegung, Sachen, bei denen man sich erschrickt, bei denen man andere Emotionen hat, als man sie vorher hatte. Ein Film, ein Vergnügungspark-Ride, eine neue Stadt, ein Urlaub, ein Flug,
Also etwas, was wir als Tapetenwechsel bezeichnen. Das sind alles gute Vehikel, die du nutzen kannst, um mehr Intensität in deine Partnerschaft zu bringen. Die Sache ist aber die, letztendlich macht diese Form der Intensität dich immer abhängig vom Außen. Und wenn du ein Jahresticket in Disney hast, trust me, dann sind die ganzen Rides nicht mehr so intensiv für dich. Also wenn du am Tag dreimal auf derselben Achterbahn warst, dann weißt du schon ungefähr, wo der Looping kommt. Weil das macht dein Gehirn. Das errechnet Dinge in der Zukunft, um dir mehr Sicherheit zu geben und Komplexität wegzunehmen. Das bedeutet, diese Dinge nutzen sich auch irgendwo ab, weil wir sie immer wieder ähnlich erleben. Zumindest glauben wir das. Tatsächlich ist es nicht so. Tatsächlich ist jeder Moment eine neue Possibility, jeder Moment absolut einzigartig. Aber um dein Leben so wahrnehmen zu können, dass jeder Moment absolut einzigartig und neu, ekstatisch, intensiv, berauschend und wundervoll ist, bedarf es keiner Dinge im Außen, sondern bedarf es ganz klarer Dinge in deinem Inneren. Hierzu musst du lernen, wie du deine Wahrnehmung so veränderst, dass dein Leben, auch wenn du in einem kleinen dunklen Zimmer hockst, für dich intensiv, berauschend, außergewöhnlich sein kann. Dass du etwas immer wieder tun kannst und sich trotzdem immer wieder neu und gleich aufregend für dich anfühlt. Und das passiert nur durch innere Arbeit. Wie diese innere Arbeit funktioniert, das habe ich für dich zusammengestellt in einem Methodenset, in einer Strategie, in einem Programm. Und das erkläre ich dir in meinem kostenlosen Online-Seminar. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Du kannst ganz unverbindlich draufklicken, dich anmelden und dir das komplett kostenlos anschauen und dann dein Leben verändern. Ich hab dich lieb.